Hi meine lieben Freunde, wie geht's euch und herzlich willkommen zu einem neuen Super Mario Odyssey Mod Showcase. Heute schauen wir uns Kakariko in Super Mario Odyssey an, aber bevor wir das tun, beziehungsweise auf dem Weg dahin, möchte ich euch einfach noch kurz ein bisschen was erzählen, ein bisschen Real Talk vom Hübi, ja. Heute, an dem Samstag, ich nehme das vormittags auf, ist der erste meiner vielen Urlaubstage, die jetzt folgen. Ich bin tatsächlich mit meinem Hauptjob für dieses Jahr fertig. Ich habe jetzt tatsächlich Urlaub und der gestrige Tag war nochmal übertriebenst intensiv. Habe ich nochmal wirklich von 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr abends noch Sachen gemacht. Ja, war auch ein bisschen schlechte Zeitplanung von mir. Also ich will ja auf keinen Fall irgendwie meinem Arbeitgeber einen Vorwurf machen. Aber ich habe halt gestern nochmal abzüglich der Mittagspause nochmal wirklich 11 Stunden gehasselt, ja, wie man es so schön im Straßenjargon sagt. Und deswegen habe ich gestern nur ein Video geschafft, deswegen kam gestern kein Smash-Stream, obwohl ich wollte. Ich bitte das einfach zu entschuldigen, aber jetzt kann ich mich 4 Wochen voll auf meine 2 Hobbys fokussieren. Das ist einmal YouTube und einmal die Website-Entwicklung und währenddessen einfach viel Zeit mit meinen Freunden verbringen. Also die nächsten 4 Wochen werden so geil. Und quasi dieses Video ist der Auftakt in diese 4 Wochen von geilem Stuff. So, und damit ein herzliches Willkommen in Kakariko aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. In Super Mario Odyssey. 5 Monde gibt es hier zu sammeln und der Entwickler hat keine Musik hier hinzugefügt. Ja, aber ihr kennt mich, Zelda ist mein absolutes Lieblingsgenre. Ich liebe Zelda über alles und was wäre Zelda ohne passende Musik? Und das ist jetzt nicht nachträglich irgendwie in der Bearbeitung hinzugefügt, weil ich wollte beim Zocken auch die Musik haben. Deswegen habe ich uns hier mal ein bisschen passende Musik mitgebracht. So. Gehen wir erstmal aus dem Dorf raus und da kommt uns dann quasi von Anfang an. Moment mal, wir gehen gleich nochmal aus dem Dorf raus. Okay, wir bleiben sogar hier. Ich dachte, ich würde rausgeportet werden. Erstmal Schande über mich. Ich habe Ocarina of Time noch nie zu 100% gespielt. Es war das erste Projekt auf meinem Kanal und ich habe es nach 6 Parts abgebrochen. Daher der Insider, wann kommt Ocarina of Time Part 7? Aber Kakariko kenne ich tatsächlich. Also, bis Kakariko habe ich schon mal gezockt. Natürlich kenne ich mich hier nicht komplett aus, aber meine Vermutung. Ein Mond wird da oben auf diesem Turm sein, würde ich schätzen. Einer wird vermutlich oben auf der Windmühle sein. Dann gibt es noch einen Raum, in dem man die goldenen Skulltulas abgibt, die man in Ocarina of Time sammelt. Ich schätze, da wird auch ein Mond sein. Ja, und dann der fünfte vielleicht im... Oh, nee, hier ist, glaube ich, schon einer. Der fünfte vielleicht im Brunnen, wollte ich sagen, aber... Ich glaube, der hier ist direkt der nächste. Ja, tatsächlich. Okay, nice. Warum auch immer hier immer wieder diese Animation kommt, dass man einen ganz besonderen Mond gefunden hat, ich weiß es nicht. Oh Leute, ohne Witz, es ist so erleichternd, jetzt einfach zu wissen, dass man 4 Wochen sich zu 100% auf seine Leidenschaften konzentrieren kann. Holy shit. Es ist so geil. Gut. Aber da ich nicht den Kakariko Village Song haben wollte, habe ich euch noch was mitgebracht, Friends. Ja! Die Windmühlenmucke. Und tatsächlich, da oben ist einer in der Windmühle und hier ist einer auf dem Turm, wie ich es vermutet habe. Okay, und wenn wir jetzt schon diese passende Mucke haben, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in Richtung der Windmühle. Ich gucke mich nur noch mal hier oben um. Also, ne, also das Ganze sieht wunderschön aus. Ich denke, das muss ich nicht noch mehrfach sagen. Oh, und hier ist direkt der letzte. Ja, moin. Nice. Aber selbst wenn wir alle Monde finden würden, will ich mich trotzdem natürlich noch mal in Ruhe hier umgucken. Hey, der hat sogar diese Geldgegner eingebaut. Ja, wie cool ist das denn? Die kommen auch total selten vor im Game. Muss man leider fast schon zugeben, weil ich die eigentlich ziemlich cool finde. Diese Geldbeutelgegner hat nur einen ultra ätzenden Auftritt. Und zwar im Wald vom Forestland. Das ist ganz gruselig. Hier diese ganzen Türen hat er halt leider nicht eingebaut. Ich denke, das ist halt auch moddingtechnisch sehr, sehr schwierig. Das hat mir bisher nur ein einziges Mal mit diesen Sub-Areas. Oder sogar, nee, Moment. Wir hatten es zweimal. Einmal in... Hä, was? Hier ist auch ein Mond? Dann lügt einfach die Seite. Dann gibt es hier keine 5 Monde, sondern hier gibt es mehrere. Ich meine, wir haben jetzt schon 4 Stück. Und 2 kennen wir noch, dann sind wir schon bei 6. Aber auf der Modding-Seite stand 5. Bruder lernt zählen. Okay, das hat er ein bisschen interessant gestaltet. Sehr realistische Bäume. Ist vielleicht hier hinten was? Hier geht es ja zum Friedhof im Originalspiel. Nein, okay, hier ist Feierabend. Oh, aber trotzdem, ne, mit Mario hier quasi durch eine realistische Gegend zu laufen, mit realistischen Texturen, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Okay, wir müssen irgendwie da hochkommen.
Ich guck mal. Oh, was wollt ihr denn jetzt alle? Oh, ist da allein schon diese Musik zu hören und das zu spielen? Senkt meinen Puls einfach schon wieder so unglaublich. Okay, Moment mal. Oh, vielleicht auch meine Cappy treffen. Deswegen entschuldige, falls ich irgendwie jetzt gar nicht so aufgedreht bin. Es geht mir einfach nur verdammt gut. Ich bin einfach nur sehr, sehr glücklich. So, ja. Genau, ich wollte nämlich hier hin. Okay, ich kann zwar hier sein. Oh, ich kann sogar hier stehen. Oh, jetzt wird getrickst, Friends. Das geht. Das muss gehen. Yes! Ich liebe es. Ich liebe es rumzutricksen. Oh, und Friends, er hat das Dach nicht gemacht. Können wir jetzt... Moment mal. Können wir da uns irgendwo reinglitschen? Das ist gerade super spannend. Ich würde sagen, wir holen erstmal den Mond. Ich denke, das wird ja erstmal Priorität Nummer 1 sein. Und dann gucken wir uns an, was wir hier mit dem Dach machen können. Kommt man von hier auch aufs Dach? Ja, klar. Okay, dann hätte ich das gar nicht machen müssen. So, was passiert, wenn wir jetzt hier reinhüpfen? Wir gehen jetzt quasi in die Windmühle. Der Soundtrack passt. Da unten ist was. Seht ihr das? Ja, moin! Wir kommen einfach in den Brunnen hier rein, ohne in den Brunnen zu hüpfen. Oh, wie nice ist das denn bitte? Wir haben übrigens jetzt schon, glaube ich, mehr als 5 Monde und wir wissen immer noch, wo welche sind. Also diese, es gibt hier 5 Monde, ist einfach eine absolute Lüge vom Entwickler. Aber ich meine, mir soll es recht sein. Ich meine, je mehr Monde ich sammeln kann, desto besser für mich. Und ich finde das Level hier wirklich wunderschön. Also auch farblich. So oftmals hat Mario Odyssey das Problem, dass es nicht so knallige Farben hat. Dieses Level sieht einfach nur wirklich, wirklich wunderbar aus. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Quasi allein die Tatsache... da ist auch noch einer. Quasi allein die Tatsache, dass ich nichts zu motzen habe, zeigt schon, wie schön das ist. Und mein Gott, wenn man Mario mit Zelda verbindet, so, dann schlägt mein Herz einfach so hoch. Das kann man sich nie... Das ist... Oh. Ich hoffe, das kommt irgendwie rüber, wie gut drauf ich gerade einfach bin. Ich bin einfach nur froh, diesen ganzen Alltag jetzt mal hinter mir zu lassen und... Ich weiß, das juckt wahrscheinlich keine Sau. Das juckt wahrscheinlich kaum jemanden, der hier auf das Video klickt. Denken sie wahrscheinlich nur, Alter, zeig einfach dieses Level und halt die Fresse. Aber das bin ich, Friends. So bin ich. So, aber jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken, ob es hier noch Monde gibt. So, jetzt haben wir quasi so jeden Mond gefunden, von dem ich dachte, dass es ihn gibt. Und noch viele, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Hier ist überall leer. Jetzt gucken wir uns aber trotzdem noch ein bisschen um, dass wir wenigstens mal das ganze Dorf angesehen haben, ne? Ich kann doch mit Sicherheit auch da hoch auf diese Berge, oder? Oh ne, da sollte ich vielleicht auch das Ganze gescheit regeln. Ja, da kommt man tatsächlich hoch. Ja, moin. Aber hier habe ich auch noch mal einen guten Blick. Vielleicht hier hinten, hinter der Mauer? Hier würde ich ja, glaube ich, dann zum Goronenberg gehen oder zum Todesberg. Wie gesagt, da habe ich dann aufgehört im LP. Ich glaube, weiter als Kakariko habe ich es nicht geschafft. Aber es sieht tatsächlich nicht so aus. Obwohl hier so viele Goombas rumlaufen, denke ich auch nicht, dass es hier einen Goombaschalter gibt. Es ist immer so, sobald Goombas in dem Level sind, vermute ich immer, dass es irgendwo den Goombaschalter gibt. Aber ich neige fast dazu, zu behaupten, dass wir alles in diesem Level gesehen haben. Was Bowser mit seinen Plakaten bezwecken will? I don't know. Ich glaube kaum, dass jemand Bock hat, aus Kakariko auf so eine Dreckshochzeit zu gehen. Zumal Zelda sowieso viel hübscher als Peach ist. Das ist nochmal was anderes. Und ich Peach auch nicht sonderlich mag. Sorry an alle Peach-Fans, aber das hat etwas mit meinem ehemaligen Mario 3D World-Projekt zu tun. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir haben alles. Sollte ich was vergessen haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, wir haben das Dorf ganz gut erkundet. Oh, Leute, ich sehe gerade noch was. Wir haben noch nicht alles. Oder doch? Moment mal, hä? Moment mal, ich glaube, dass das, was ich hier tue, ist hier gerade nicht so gold. Das hier, das sind die Münzen aus dem Original-Level. Weil das ja die Turboblumenrutsche ist. Aus dem Originalspiel. Ja, moin. Der hat die nicht entfernen können. Aha! Okay, das ist funny. Ich dachte aber schon, ich hätte hier noch was übersehen. Aber wir können es jetzt hier tatsächlich, wenn wir uns ein bisschen klug anstellen, so eine Turboblume klauen. Oh nein! Das war... Oh, ich lebe noch. Okay, lassen wir das. So, Friends. Und das soll es dann am Ende des Tages auch gewesen sein. Das war Kakariko.
aus Ocarina of Time in Super Mario Odyssey und ich bin sehr, sehr begeistert. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Level und ja, dieses Level hat es auch tatsächlich sehr, sehr leicht bei mir gut anzukommen, weil ich mich jetzt einfach auf alles freue, was in der Zukunft abgeht. Abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr nichts in Richtung Mario Odyssey oder auch vor allem anderen Nintendo-Content verpassen wollt. Ab heute oder spätestens morgen gehen meine regelmäßigen Smash Bros. Streams los. Ich habe ein ganz besonderes Projekt vor. Morgen wahrscheinlich ein Mario Odyssey Speedrun. Ansonsten haben wir noch was läuft denn aktuell auf dem Kanal? Boah, ich bin voraus. Paper Mario Sticker Star. Oh mein Gott, so ein gutes Projekt und auch der Superstar Mode. Es ist viel geboten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. We'll be right back.